In diesem Video geht es um eine Honda, welche die Motorradtester, die für Kaffee und Gebäck bekannt sind, selber vor nicht allzu langer Zeit mal aufgebaut und vorgestellt haben. Die Honda VFR 800 VTEC. Mein Name ist Marc und ich wohne zwischen Kassel und Göttingen. Ja, schon immer war ich begeistert von den Honda VFR Modellen. Egal ob die 750er ab 1985 oder dann die 800er von 1998. 2003 hatte ich als Späteinsteiger endlich den Motorradführerschein und leistete mir zum Anfang eine gebrauchte Suzuki. Als ich dann aber auf der Motorradmesse in Dortmund auf der damals relativ neuen Honda VFR 800 RC 46 2 VTEC in Blau Metallic saß, war es um mich geschehen. Ich hatte mein Traumbike gefunden. Nachdem ich jetzt einige Jahre gar nicht mehr Motorrad gefahren bin und auch nicht mehr mitbekommen hatte, was in dieser Zeit an Modellen angesagt war, war ich echt erstaunt, dass Sporttourer überhaupt nicht mehr gefragt sind. VFR 800er von 2002 bis 2005 gibt es in ordentlichem Zustand zwischen 3.000 und 4.000 Euro. Ich habe mir meine im Winter 2021 gekauft. Sie ist soweit fast original, bis auf den Superbike-Lenkerumbau einer etwas längeren Übersetzung und die Givi-Koffer, in denen man eine Thermoskanne mit Kaffee und Gebäck und viel Gepäck problemlos reinpacken kann. Den Kniewinkel würde ich mit meinen 1,84 aber jetzt nicht so langen Haxen als noch angenehm bezeichnen. Eine Sozi hat auf dem hinteren Teil der Sitzbank gut Platz. Nur ist der Größenunterschied zwischen Fahrer und Sozi zu groß, schaut sie gegen eine Schulter. Hier könnte ein Sozius-Sitz höher sein, meiner Meinung nach. Eins möchte ich auf jeden Fall hier noch erwähnen. Natürlich macht sich das Gewicht und der relativ lange Radstand beim Lenken bemerkbar. Also anders als bei einem gut 50 Kilo leichteren Naked Bike muss man mit dem Lenker arbeiten, in die Kurve drücken. So zu fahren liegt mir persönlich zum Beispiel auch besser und mehr. In langgezogenen Kurven fährt sie spurtreu wie auf Schienen. Kommen wir jetzt zum VTEC-Motor. Ich persönlich empfinde ihn als schön harmonisch. Er zieht von unten bis in den oberen Drehzahlbereich durch die Kurve, ohne dass man währenddessen schalten muss. Ab 6800 Umdrehungen setzt die variable Ventilsteuerung ein und aus dem 8-Ventiler wird ein 16-Ventiler. Beim Hochbeschleunigen macht sich das überhaupt gar nicht so sehr bemerkbar. Eher halt akustisch, denn aus dem doch recht leisen Motorrad wird plötzlich ein fauchendes Tier. Mein Resümee für mich als Wiedereinsteiger: Es ist genau das richtige Motorrad, macht unheimlich viel Spaß, sehr vielseitig und es gefällt mir immer noch wie am ersten Tag.